jetzt kommen wir zum Fabrik-Level der neuen Wolkenwelt in Donkey Kong Country Returns 3D, das heißt Robo-Fabrik und gehört natürlich zur Fabrikwelt. Interessantes Level, auf jeden Fall vorletztes übrigens, denn es ist schon vorbei. Na, Bonusvideos habe ich dann noch. Und sie sind ganz nice. Auf jeden Fall auch ein interessantes Level. Fabrik ist ja auch vom Level-Design her, finde ich sehr geil. Nur die Level haben mir anfangs nicht so gefallen. Hallo. Und, naja. Kommen wir jetzt doch mal zum Schwerpunkt. Roboter. Und zwar ist es ein ganz nicer Gameplay-Aspekt. Das gefällt mir an dem Level. Ihr seht jetzt hier das erste Roboter-Bull-Teil, der Körperbau. Wird jetzt hier angefertigt. Ach du Scheiße, da habe ich ihn eingesammelt und ist es auch verbrannt worden, das Fass, oder was? Ach, Scheiße. Hier wurde auf jeden Fall der Gameplay-Aspekt, dass man immer so einen Raum oder so ein Abteil bestehen muss, sage ich mal. Und pro Abteil schaltet man, sage ich mal, oder fügt man dem Roboter ein neues Bauteil hinzu. Hey, wie soll man da? So. Und das ist ganz interessant. Und wie der Roboter dann am Ende ausschauen wird. Das werden wir dann auch sehen. Hier sind wir auf jeden Fall schon beim zweiten Teil. Und da kommen die fetten Arme dazu. Und wir kriegen mal ein Puzzleteil dafür. Das ist halt ein bisschen lame. Muss man nicht wirklich suchen, die Puzzleteile. Hier auch ganz interessant ist, diese Elektroviecher das Teil hier auslösen. Nette Idee auf jeden Fall. Hat man so im normalen Spiel nicht gehabt. Das ist einfach nur eklig. Oh Gott. Mit einem einzigen Herz lebt es sich schwer, meine Freunde. So, wie geht's weiter? Die Vieh sind so eklig, findet ihr es auch? Like, wenn ja. Och nee, du. Und der Kopf. Und was ist das? Was passt da besser als ein Gorilla-Roboter-Kopf? Also, hier haben wir das. Hier haben wir das Ergebnis. Ein Roboteraffe wird's. Wow. Diddy! Ist bitte nicht der gleiche Fail wie eben. Wir ducken. Und der wird uns noch zu nutzen sein. Der ist natürlich jetzt. Man wird sich natürlich fragen, zu was er sonst eine Nutze hätte. Vielleicht so ein Captain America unter den. Oh, danke. Und Captain America unter den Dings, wollte ich denn sagen? Captain America unter den Affen. Ach du Scheiße, ist das hier knapp. Und das ist meine Presse. So, jetzt dürfte es geschafft sein. Der einzige Grund, wieso dieser Roboter für dieses Level erschaffen wurde, ist Aua. Er führt uns zum Levelende. Und das auf eine sehr spektakuläre Art und Weise. Aber ganz nett. Mir gefällt die Idee mit dem Roboter. Und die hatte man halt im Original nicht. Und finde ich gut, einen Roboter auf jeden Fall in die Fabrikwelt einzubauen. Erst recht sowas Affiges. Naja, das war's. Wir sehen uns im finalen neuen Level, dem Vulkan-Level aus der 9. Wolkenwelt, wieder im nächsten Part. Und bis dahin,
sage ich Tschüss, Mädels, ich heiße Tanuki Gamer und möge die Waschbemacht wie immer mit euch sein.